Wolfgang Gurlitt, geboren am 15. Februar 1888 in Berlin, gestorben am 26. März 1965 in München im Alter von 78 Jahren, ist eine ebenso schillernde wie widersprüchliche Persönlichkeit. Trotzdem sich viele Forscher, unter anderem Herr Dr. Schuster, intensivst mit der Persönlichkeit Wolfgang Gurlitts beschäftigten, existieren bis heute immer wieder Fehlstellen und Ungereimtheiten im Leben und Schaffen dieses fanatischen Kunstsammlers. Das Leben Wolfgang Gurlitts mit seinen Frauen, Ex-Frauen, Töchtern und Geliebten in einem Haushalt, er hatte stets liebevoll seinen Harem, ich zitiere hier eine Zeitgenössin, versorgt, gebe übrigens ein hervorragendes Drehbuch für ein Hollywood-Movie. Schon über Kindheit, Jugend und Ausbildung Wolfgang Gurlitts gibt es widersprüchliche Archivauskünfte. Als sein Vater, ein genialer Kunsthändler, sehr jung, 39-jährig, verstirbt, war Wolfgang 5 Jahre alt, sein Halbbruder Manfred 3 Jahre. War Wolfgang bei der vom Gurlitt-Clan verstoßenen Mutter aufgewachsen oder wurde er von Onkel Cornelius betreut, der wiederum der Vater von Hildebrand Gurlitt und der Großvater von Cornelius Gurlitt, den Sie aus den Medien kennen, war? Trat Wolfgang unmittelbar nach der Matura in die väterliche Kunsthandlung ein, wie manche Quellen berichten, oder erst später nach einem begonnenen Kunstgeschichtestudium, von dem er selbst 1935 schreibt? Einerseits heißt es, Wolfgang begann mit 19 Jahren, also direkt nach der Matura, in der Galerie mitzuarbeiten und er lernte das Galeriewesen von der Pike auf. Nach eigenen Angaben auf einem Fragebogen wiederum studierte Wolfgang Kunstgeschichte, zumindest kurze Zeit in München und Berlin, ehe er eine Ausbildung in Köln, Berlin und Rom angeblich genoss. Bei wem absolvierte er diese Ausbildung? 1912 jedenfalls wird Wolfgang die Prokura der Kunsthandlung Fritz Gurlitt erteilt. Und wir sehen ihn hier auf einem Porträt von Lovis Corinth 1917 als junger Besitzer der väterlichen Galerie Fritz Gurlitt, Kunsthandel Fritz Gurlitt, Hofkunsthandlung Gurlitt, wie die Kunsthandlung eben nach dem Vater benannt wurde. Gurlitt lernt früh Edvard Munch kennen. Er organisiert eine Ausstellung mit diesem Künstler und wird, dieses Porträt kennen die allerwenigsten, sogar von Munch porträtiert. Es ist eine Lithografie von 1912, wo Gurlitt sichtlich bereits in der väterlichen Handlung gearbeitet hat. Und dann kann ich Ihnen noch eine Lithografie von Lovis Corinth zeigen aus dem Jahr 1917, also einige Jahre später. 1914 tritt Gurlitt als Gesellschafter ein. In einem Artikel von 1947 heißt es, Wolfgang habe die Galerie jetzt wieder 1914 aus der Hand der Mutter übernommen. Tatsache war, dass Stiefvater Waldecker die Galerie interimistisch nach dem Tod des Vaters geführt hat und der dann, als der junge Gurlitt sozusagen der Nachfolger wurde, schied er aus der Firma aus. Eine starke Konkurrenz an Kunsthändlern hatte sich in Berlin um 1912 rasch etabliert. Da gab es Herbert Walten, die 1912 gegründete Galerie der Sturm, die schon 1898 eröffnete Galerie Brun und Paul Kassierer. Und alle diese Galeristen präsentierten wie Gurlitt expressionistische Künstler. Wolfgang gründet 1914 wieder unter dem Namen seines Vaters den Kunstverlag Fritz Gurlitt, der durchaus umstritten war. Der Verlag publizierte Mappen von Kokoschka, Pechstein, Corinth und anderen Künstlern. Es wurden Almanache mit Originalgrafiken herausgegeben. Ferner gelang es Gurlitt, mit grafischen Werkverzeichnissen Corinth oder Pechstein an seine Galerie zu binden, denn Grafiken waren in Inflationszeiten ein Mittel der beliebten Werterhaltung. Papier und Drucker waren am Markt verfügbar und eine Flut an Editionen und gesammelten Schriften von und über Kokoschka, Corinth oder Kubin erschienen.
die Malbücher mit Tagebuchauszügen oder die Bilderbücher mit literarischen Texten. Ein weiterer Zweig des Gurlitt Verlages widmete sich der jüdischen Kunst und Kultur. 1920 gründete Gurlitt als einziger Nichtjude unter jüdischen Verlegern den Verlag für jüdische Kunst und Kultur. Die erotische Reihe der Venuswagen erschien mit Illustrationen von Korinth und Jeckel. Diese Serie wurde 1921 als unzüchtig beschlagnahmt und Gurlitt sogar zu einer Geldstrafe verurteilt. Auch Onkel Cornelius schimpft in einem Brief an seine Schwester anlässlich dieser Affäre 1920 über den Gurlitt Verlag, der fast nur, ich zitiere, Schweinereien herausgibt. Aber Wolfgang hat ein tolles Gespür für gute Künstler. Er zeigte als einer der ersten Galeristen die Brücke, dann Max Pechstein, den schon genannten Edvard Munch, Max Levogt, Henri Matisse, Egon Schiele und Lovis Corinth und präsentiert auch Künstlerinnen wie Clara Sievert. Er war mit Alfred Kubin befreundet, mit Oskar Kokoschka befreundet. Trübner und Pechstein zählen zu den Hauskünstlern. Und Wolfgang Gurlitt soll Pechstein sogar die Reise nach Palau in die Südsee ermöglicht haben. Er hatte nämlich die Alleinvertretung für Pechsteins Werke, zumindest eine Zeit lang. Im Jahr 1918 hatte Gurlitt begonnen, die Räume seines Salons und seiner Privatwohnung modernisieren zu lassen. Ich möchte Ihnen so in einem schnellen Durchlauf die Einrichtung und Wohnung des Kunsthauses Gurlitt zeigen und zeigen, wie feudal der junge Kunsthändler damals in Berlin gelebt hat. Das ist die Galerie und das Wohnhaus. Und hier ein Blick, ich vermute, ich bin nicht ganz sicher, dass das Gurlitts erste Ehefrau war. Einblicke in die Wohnräume. Man sieht auch sehr schön die Bilder an den Wänden. Das ist zum Beispiel der Großvater Cornelius Louis Gurlitt, der ein berühmter Maler war, in diesem Porträt zu sehen. Es gab Barock, es gab Altäre, es gab Korinth an den Wänden, es gab ein Museum. Die Gurlitt-Wohnung war eigentlich, wenn man sich diese Räume ansieht, ein Museum. Hier ist wiederum die Lithografie von Edvard Munch oben in diesem Damensalon dürfte es sein, zu sehen. Also ein absolut feudales Haus, in dem Gurlitt lebte und das er jetzt begann umzubauen. Architekt Walter Würzbach, Erich Rentsch und der Künstler Cäsar Klein zeichneten nun für die Planung und Ausstattung im Jahr 1918 im feudalen Wohn- und Geschäftshaus in Berlin verantwortlich. Die mit Wandmalereien und Glasfenstern von Cäsar Klein und Designerlackmöbeln neu renovierte Wohnung war mit Gemälden von Max Pechstein im Arbeitszimmer ausgestattet. Ferner gab es Mosaiken und Wandmalereien im Durchgang zwischen den Galerieräumen von Pechstein und eine Plastik von Rudolf Belling im Toreingangsbereich. Hier sieht man sehr gut, also das modernisierte Haus, die modernisierten Wohnungen, der Durchgang rechts unten mit der Plastik und die Bibliothek. Und hier noch einmal der Durchgang zu sehen. Das raumkünstlerische Konzept zählte zu den Meisterwerken expressionistischer Innenarchitektur und wurde in der Zeitschrift Die Dame, ich habe die Fotos aus der Dame genommen, bejubelt. Pechstein entwarf die Fenster des Badezimmers, die Fußseite des Bettes von Wolfgang Gurlitt schmückte wiederum Rudolf Belling mit einem Danae-Relief mit strahlenförmigen Goldregen. Der Umbau zog sich bis 1921 hin, während die neuen Räume des Kunstsalons schon 1918 eröffnet wurden. Wolfgang Gurlitt stilisiert sich nun vom Kunsthändler und Verleger zum Auftraggeber und Förderer der Künste. Er liebt die Rolle des Kunstmentors und Mäzens und sieht sich als Feind von Konventionen. Sogar der Kunstkritiker Paul Westheim schwelgt in seiner Rezension. Ich zitiere: Eine einzigartige, vorurteilslose Wohnung. Sie hat ein Parfum,
Es ist da aufgesammelt worden, künstlerisch Erlesenes von der Biedermeier-Spielerei bis zum Negerfetisch. Malereien von Pechstein, Bildern von Korinth bis zu jenem Stück sublimer Malerei, das die Else Kupfer von Kokoschka ist. Hier ist ein Mann, der seinem Luxus Stil zu geben wusste. Zitat Ende. Für Paul Westheim jedenfalls war der junge Gurlitt ein, ich zitiere ihn wieder, Sinnbild für eine weltoffene, nicht korrupte Geisteshaltung. Zitat Ende. Gurlitt hatte seine Wohnung als Experimentierfeld für Künstlerfreunde zur Verfügung gestellt. Das Ergebnis war ein beeindruckendes, expressionistisches Gesamtkunstwerk. Aber Luxus kostet Geld und Geld wurde in Zeiten der Wirtschaftskrise auch bei Gurlitt immer knapper. 1923 kam es zwischen Gurlitt und Pechstein zum Bruch. Gurlitt konnte seinen Hauptkünstler nicht mehr bezahlen, es kommt zu einem Prozess. 1925 kann er einen hohen Kredit nicht zurückzahlen und muss zur Sicherstellung Pfandobjekte hergeben. Aus Geldnot muss Wolfgang Gurlitt 28 sein eigenes Porträt, gemalt von Korinth, das Sie am Anfang des Vortrages gesehen haben, heute ein Hauptwerk des Lentus Kunstmuseums Linz, an die Nationalgalerie Berlin, gemeinsam mit Werken von Pechstein und Otto Müller verkaufen. Ludwig Justi, der Direktor der Nationalgalerie Berlin, bewilligt die prompte Barzahlung der Bilder. Wieder einmal sind die weiteren Geschäftsverhältnisse der Galerie unklar und verworren. 1926 überträgt Gurlitt die Kunsthandlung an seine Freundin Lili Agoston. Er kann seine Steuerschulden nicht abtragen, hat Kunden geschädigt. 1931 wird die Kunsthandlung Fritz Gurlitz erstmals im Handelsregister gelöscht. Wolfgang Gurlitt übersiedelt nach dem Konkurs, sucht ein neues Geschäftslokal, hegt, wie aus dem Schriftverkehr mit dem Münchner Literaten Kövel ersichtlich, unrealistische Verlagspläne, äußert noch immer den Wunsch, wichtige und bedeutsame Ausstellungen zu veranstalten. 1936 scheint er erneut als Inhaber der Galerie Gurlitt in Berlin auf. 1941 ist seine geschiedene Frau Julia, Mutter der beiden Töchter Maria und Angelina, nun zumindest am Papier, Besitzerin von Verlag und Galerie. Seine Geschäfte und Gewinne gehen jetzt auf das Konto der Ex-Frau. Auch die Beziehung zu der Berliner Nationalgalerie leidet immer mehr daran, dass Gurlitt im Jahr 1938 und 1941 teils gefälschte, jedoch aber minderwertige Gemälde von Runge und Friedrich überteuert dem Museum anbietet. 1943 offeriert Gurlitt der Nationalgalerie erneut zwei Gemälde Korinths. Bei der Geburt der Venus wird wiederum die Eigenhändigkeit angezweifelt. Wolfgang Gurlitt war gewiss kein Nationalsozialist. Er unterfertigte, eine kleine, vielleicht sympathische Geste des Widerstandes, seine Schreiben an Funktionäre nie mit Heil Hitler. Er selbst galt wegen seiner jüdischen Großmutter als Mischling zweiten Grades. Sein Onkel verlor den Lehrstuhl, sein Cousin Hildebrand, ebenfalls Kämpfer für die Avantgarde, wurde als Museumsdirektor in Zwickau und als Geschäftsführer des Hamburger Kunstvereines entlassen. Späterum wiederum wird Hildebrand zu einem der legitimierten Kunsthändler für die Abwicklung des Verkaufs von beschlagnahmter, entarteter Kunst. Auch Wolfgang musste sich mit Verdächtigungen und unter permanenter Beobachtung herumschlagen. Zunächst versuchte er, seine jüdische Herkunft geschickt zu verschleiern. Auch die unklaren Besitzverhältnisse seiner Galerie und seines Verlages erwecken Misstrauen. Am 31.03.1939 schreibt Gurlitt an die Gauleitung Berlin, dass die Kunsthandlung seines Vaters nun Eigentum der ungarischen Jüdin Lili Agoston, die tatsächlich Gurlitts Lebensgefährtin war, die seitens des, ich zitiere, Präsidenten der Reichskammer eine Sondererlaubnis für den Vertreib von Kulturgut hatte. Seine geschäftlichen Beziehungen zu jüdischen Sammlern und Freunden und seine offengelebte Liaison mit einer Jüdin erweckten ohne dies den Argwohn der Nationalsozialisten. Hier eine Lithografie von Oskar Kokoschka aus 1922, die junge Lili Agoston darstellt, und eine der sehr raren späteren Aufnahmen von Lili Agoston in Linz mit
Alfred Kubin, der gerade in einem Buch etwas unterfertigt, und Bürgermeister Ernst Koreff. Und hier ein sehr berühmtes Bild von Oskar Kokoschka, das Wolfgang Gurlitt als Perser zeigt, also die Anspielung von Kokoschkas auf Gurlitts Harem. Das Bild befindet sich im Leopold-Rusch-Museum in Düren und wurde 1921 bereits gemalt. Und noch eine Darstellung, eine Lithografie von Oskar Kokoschka, die Wolfgang Gurlitt als Zauberprinz zeigt, so der Originaltitel 1923. Das Blatt befindet sich in der Albertina und hat eine sehr poetische Widmung. Ich war als Kind ein Zauberprinz, nie werde ich sterben können. 1939 meldet sich Gurlitts Freundin Lili offiziell von Berlin nach Budapest ab. Nach ihrer Scheinehe mit einem Dänen, die Gurlitt initiiert hatte, lebt sie aber bald wieder unter ihrem neuen Namen Lili Christiansen in Berlin bei Gurlitt und führt mit ihm recht ungestört den Kunsthandel. Wolfgang kann wiederum dank seiner dänischen Freundin später bei Kunstaktionen im In- und Ausland als Käufer in Erscheinung treten. Mitte Mai 1939 versucht Wolfgang Gurlitt in das bereits angelaufene Geschäft mit entarteter und beschlagnahmter Kunst in größerem Ausmaß einzusteigen. Er besucht den Konservator des Basler Kunstmuseums, Georg Schmidt, der für den Verkauf der ausgesonderten Bestände der deutschen Museen seit 1.3.1939 zuständig ist. Wolfgang bietet an, den in Schloss Niederschönhausen eingelagerten Bestand für Schmidt auszuwählen. Auch wolle er in Berlin Schmidt die Bilder persönlich vorstellen und er offeriert Gastfreundschaft im Hause Gurlitt. Schmidt reist nach Berlin, das Treffen mit Wolfgang kommt aber nicht zustande. Nach seiner Rückkehr teilt er Wolfgang mit, dass mit Cousin Hildebrand Gurlitt und mit Karl Buchholz bereits Vereinbarungen getroffen wurden und ein dritter Händler nicht erwünscht sei. Gurlitt will sich immer noch nicht geschlagen geben, verspricht niedrigere Provisionen, droht sogar mit Verhinderung der Abwicklung der Geschäfte. Doch 1939, am 10. Juni, folgt die Entwarnung. Wolfgang Gurlitt hat beim Ministerium kein Gebot für die für Schmidt interessanten Bilder eingereicht. Der große Deal mit entarteter Kunst in der Schweiz läuft ohne Wolfgang Gurlitt an vorderster Front. Das Rennen um die großen Provisionen macht Cousin Hildebrand. Auch beim Sonderauftrag Linz, wie wir schon gehört haben, sollte Hildebrand Gurlitt ein erfolgreiches und gewinnbringendes Unternehmen starten, das Wolfgang trotz der Nähe zu Hans Posse, Voss und Gottfried Reimer verwehrt wurde, beziehungsweise ihn auch zum Mitläufer degradierte. Dennoch tätigte Wolfgang Ankäufe in Luzern bei Nachauktionen. Wolfgangs Finanzen, wie wir wissen, waren bescheiden, vermutlich über seine Strohfrau Lilli, die als Dänin mit Auslandswährung bezahlen konnte. Und er erwarb und handelte mit Werken beschlagnahmter, entarteter Kunst. Gurlitt war auch erste Anlaufstelle für jüdische Freunde und Sammler, die ihre Sammlungen aufgrund ihrer Flucht rasch verkaufen mussten. Er half angeblich immer, lagerte ein, verwaltete, zahlte geringe Ankaufspreise, nützte sicher Notverkäufe zu seinen finanziellen Gunsten. Am 15.02.40 erwerben Käthe und Julia Gurlitt, also die Ex-Frau und die Ehefrau, jeweils zur Hälfte die Villa am Lenauhügel in Bad Aussee, in der Wolfgang Gurlitt seine im Krieg nach Österreich verlagerten Kunstbestände verbrachte. Verkäufer war der Wiener Fabrikant Robert Neiber, der noch 41 als Privater in Aussee lebte. Wolfgang Gurlitt lebt hier tatsächlich, wie Kokoschka es schon angedeutet hatte, wie ein Pascha mit seiner geschiedenen Frau, deren Schwester, seiner zweiten Frau, den beiden Töchtern, auf engstem Raum. Auch die Lebensgefährtin Lilli kommt oft nach Aussee. Im Sommer 1943 beginnt Gurlitt gerade rechtzeitig mit mehreren Transporten Teile seiner Kunstsammlung zu verlagern. Ich zitiere: aber auch wichtige Objekte von Kollegen aus dem Kunsthandel, von Privatbesitzern. Die Transporte benötigen Bescheinigungen von Hermann Voss. Oktober 1943 gibt Gurlitt bereits Bad Aussee als Wohnadresse an.
In der Nacht vom 22. auf 23. November 1943 wird Gurlitz' Wohn- und Galeriehaus, seine Lagerräume, durch Bomben zerstört. Gurlitz verlor durch den Angriff sein Mobiliar, seine kostbare Wohnung, sämtliche Geschäftsunterlagen und viele Kunstobjekte, die ihm in Kommission zum Verkauf oder zur Verwahrung auch übergeben wurden. Gurlitz schreibt verzweifelt aus Straßburg, wo er sich im Auftrag von Voss nach Objekten für Linz inoffiziell umsah, an seinen Freund Landesleiter Schmidt. Zitat: Besonders tragisch ist, dass der Möbelwagen nicht eintraf und dass dadurch auch die wichtigsten Dinge, die seit Wochen verpackt und abholbereit standen, in Atome aufgelöst wurden. Vor allem, was wir besessen haben, ist auch nicht noch eine Stecknadel übrig geblieben. Da auch alle Geschäftsbücher vernichtet wurden, muss nun in mühsamer Arbeit versucht werden, diese Dinge zu rekonstruieren, was besonders bei den vielen Objekten schwierig ist, die uns zum Verkauf übergeben oder die wir zur Verwahrung übernommen hatten. Ebenfalls in dieser Bombennacht wurde die Wohnung von Lilli Agoston Christiansen am Lützowplatz vernichtet, Zitat, die in erster Linie dazu bestimmt war, als Sicherheit für vieles Zusammengetragenes zu gelten. Nach dem Bankrott der Galerie 38-39 und dem ersten Bombardement 43 stellen sich für mich folgende Fragen. Wie konnte Gurlitz' Lebenspartnerin und Geschäftsführerin, die ungarische Jüdin Lilli Agoston, trotz Scheinehe ungestört die Geschäfte in der NS-Zeit in Berlin betreiben? Gab es eine schützende Hand über Gurlitz und Lilli? Warum ging Gurlitz nach Bad Aussee? Weil sein Großvater einst in Wien lebte, um über die Salzminen zu berichten, um dem großen Kunststil nahe zu sein, um Kontakte zu pflegen, um Hildebrand und Posse, die in Nazi-Geschäfte und in den Sonderauftrag Linz eng verwickelt waren, näher zu sein? Hildebrand soll jedenfalls den Ausseer Wohnsitz regelmäßig benutzt haben. Susan Rowland, die mit einem der letzten lebenden Monument Men sprach, berichtet mir, dass die aufeinander stets eifersüchtigen Cousins im Stollen aus- und eingingen, ex- und importierten. Welche und wie viele Werke konnte Gurlitz tatsächlich retten? Paul Rawe berichtet dem Generaldirektor der Staatlichen Museen von Berlin 1944 über den Sachschaden bei Gurlitz. Rawe stellt fest, dass Wolfgang Gurlitz wieder einmal überzogene Schadensersatzansprüche stellte. Ich zitiere: Die Galerie Gurlitz war in den letzten Jahren bekannt dafür, dass sie eine Menge zweifelhafter Bilder auf Lager hielt, die vom Besitzer ziemlich bedenkenlos gekauft wurden. Einige krasse Fälle, Blechenbilder betreffend, sind mir noch im Gedächtnis. Vielfach verschaffte der Kunsthändler sich Gutachten von Waldmann in Bremen, mit dem er in besten geschäftlichen und vermutlich auch freundschaftlicher Beziehung stand. Jetzt raten Sie einmal, wer beim Ankauf der Bilder in Linz wieder Gutachten für Gurlitz stellte. Waldmann. Nach der Zerstörung der Berliner Wohnung 43 wurde im Jänner 44 das Grafiklager zerstört und am 16.03.45 die Würzburger Wohnung samt angeschlossener Galerie. Gurlitz verlor angeblich, wie ein Journalist im Nachruf 65 äußert, 200 Gemälde und 20.000 Zeichnungen. Was blieb von der ebenso legendären wie geheimnisumwobenen Sammlung von Wolfgang Gurlitz nach den mehrfachen Bombenangriffen nun tatsächlich übrig? Nur das, was Gurlitz als Dauerleihgabe zunächst in Linz zeigte? Oder behielt sich der gewiefte Kunsthändler das Beste seiner Sammlung zurück und verkaufte der ahnungslosen Stadt die leicht verzichtbaren, unattraktiveren Sammlungsteile? Ein jüngst aufgetauchter Brief vom Wiener Kulturstadtrat Viktor Matejka am 24.11.72 an Peter Baum adressiert, beweist, dass Gurlitz mit Wien und nicht mit Linz erste Kontakte geschlossen hatte. Ich zitiere den Brief von Matejka: Der Urvater der Linzer Galerie ist nach wie vor Gurlitz. Er kam 1945 zu mir ins Rathaus und bot der Stadt Wien alles an, was er zur Verfügung hatte.
Er hat zum Glück über Krieg und Zerstörung hinweg alles retten können. Für Wien eine einmalige Chance. Ich griff mit allen Händen zu, aber im Hirn meiner Rathauskollegen war es finster und blieb es. Gurli zeigte sich dabei zäh und geduldig, schließlich aber griff Korev zu. So der Brief von Viktor Matejka. In Wien abgewiesen, wandte sich Gurlit nun über den Vermittler Dr. Justus Schmidt, von dem wir schon gehört haben, direkt an Bürgermeister Korev. Die neue Galerie war neben der Kunstschule das wichtigste Anliegen der städtischen Kulturpolitik und ihres aufgeschlossenen humanistischen Bürgermeisters in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Der Kunstreferent Dr. Justus Schmidt machte die Stadtväter auf den in Aussee lebenden Wolfgang Gurlit aufmerksam. 1946 greift auch Magistratsdirektor Dr. Dr. Oberhuber Schmidts Plan, mit Werken Wolfgang Gurlitz eine moderne Galerie in Linz zu errichten, begeistert auf. Justus Schmidt erstellt ein erstes Gutachten, im Mai kommt es zu ersten Besprechungen, im Juli wird der Stadtsenat mit dem Vertrag nun einer Leihgalerie befasst, der folgende Punkte umfasst. Gurlitz stellt der Stadt Linz Leihgaben aus seiner Sammlung unentgeltlich zur Verfügung. Er übernimmt die künstlerische Leitung ehrenamtlich und unentgeltlich, was zur Folge hatte, dass Gurlit aktiv weiter als Kunsthändler agierte, um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Er bestimmt einen Vertreter, Walter Kasten, den er selbst entlohnen wird und für den die Stadt einen Betrag von 250 Schilling monatlich leistet. Er verpflichtet sich zu jährlich 4 Wechselausstellungen, die Stadt wiederum sorgt für Personal und Räumlichkeiten und es soll eine magistratseigene Sammlung auch angekauft werden. Die erste Vereinbarung wurde am 14.11.46 geschlossen, Wolfgang Gurlit wurde zum ehrenamtlichen Leiter der neuen Galerie bestellt und am 12.12.46 österreichischer Staatsbürger. Am 31. Mai 1947 wurde mit einer Kubinausstellung die neue Galerie provisorisch im ersten Stock des westlichen Brückenkopfgebäudes eröffnet. Am 23. Oktober, nach Beendigungen aller Bauarbeiten, fand die offizielle Eröffnung der neuen Galerie -Wolfgang-Gurlit-Museum mit internationalem Presseecho statt. Hier sehen wir zum Beispiel Wolfgang Gurlit mit Alfred Kubin beim Aussuchen von Grafiken und ein altes Foto aus unserer Mappe. Die Eröffnung heißt es handschriftlich, die legendäre Eröffnung der neuen Galerie. So einfach war das damals, eine Museumseröffnung. Gurlit ging mit viel Elan und Know-how an den Aufbau der kleinen, auf 500 Quadratmeter angesiedelten Institution am Brückenkopf heran. Das Galeriepersonal bestand aus Direktor Wolfgang Gurlit, der oft auf Reisen war, aus Lili Christiansen Agoston, die September 1950 überraschend verstarb und in Aussee beigesetzt wurde. Auf ihrer Pate steht stellvertretende Direktorin der neuen Galerie und Mitarbeiterin der Galerie Gurlit seit 30 Jahren. Ferner aus Gurlits Assistenten Walter Kasten und seiner Sekretärin bzw. einem Handwerker, der bei Auf- und Umbauten der Ausstellungen zugange war. Mangels Glas gab es kaum Bilderrahmen, mangels Benzin waren Kunsttransporte erschwert. Dennoch durfte Gurlit nach München und Würzburg reisen, wo noch immer angeblich Teile seiner Sammlung lagerten. Wie bei seinem Vater, der die erste Impressionistenausstellung nach Berlin brachte, gelang es Wolfgang Gurlit, wirklich internationale Ausstellungen und Künstler nach Linz zu holen. Sensationell war die 1951 gezeigte Kokoschka-Ausstellung bzw. die Antikriegsausstellung »Das Gesicht des Krieges in der Grafik«, die unter dem Motto »Nie wieder Krieg« bei freiem Eintritt in Linz zu sehen war. Hans Gretschi schildert die Schwierigkeiten, die schon bald nach Gründung sich ergaben. Der als Kunsthändler weiter aktive Gurlit konnte in den schwierigen Nachkriegsjahren, ich zitiere, nicht das nötige Kapital für sich, seine Familie
und den Aufbau seines Kunsthauses erlösen, sondern war weiterhin auf die Ankäufe der Stadt aus seinem Kunstbesitz und vor allem auch immer wieder auf Hilfeleistungen der Stadt angewiesen, die über die Vereinbarung aus dem Jahr 1946 weit hinausgingen. Gurlitt selbst wiederum sah sich als großzügiger Mäzen, als Berliner Weltbürger, nach dem Weltkrieg als ungekrönter König im Bereich der modernen Kunst. Und er strebte in Linz, sich selbst überschätzend und mit Furtwängler vergleichend, zusätzlich die Leitung der neu gegründeten Kunstschule an. Ständig forderte er als ehrenamtlicher Leiter Würdigungen seitens der Stadt und der Öffentlichkeit. Die Freundschaft zum Magistratsdirektor Oberhuber wird immer wieder auf eine harte Probe gestellt. Gurlitt umreißt seinen Idealismus an den Magistratsdirektor. Es sind nicht Machtgelüste, nicht geschäftliche Interessen, die mich erfüllen, sondern lediglich der Wunsch auf dem Gebiete, auf dem ich etwas leisten könnte, dies aus vollen Kräften zu tun für Linz. Oberhuber kontert sinngemäß, dass Linz nicht mit Berlin zu vergleichen sei und nun Gurlitt zum ersten Mal in seinem Leben in einer Abhängigkeit mit einer Stadtverwaltung stehe. Viele Briefe berichten von gegensätzlichen Anschauungen und unvereinbarten Positionen. Gurlitt kann seine vertraglich vereinbarten Leistungen nicht erbringen, er fordert höhere Spesen, ein Dienstauto, die volle Übernahme des Honorars von Walter Kasten. All diese Wünsche werden von der Stadt nicht erfüllt. Auch die Absage der Direktion der Kunsthochschule kränkt Gurlitt. Oberhuber: Wir können einen Kunstsammler nicht zum Protektor der Kunstschule machen, es sei denn, er hätte diese Schule durch Spenden oder Stiftungen entsprechend unterstützt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man alles versuchen sollte, Kokoschka an Linz zu binden. Es gelingt zwar die erste Kokoschka-Ausstellung nach dem Krieg in Österreich, aber Kokoschka hat kein Interesse, die Kunstschule in Linz zu leiten. Wenngleich sich die Bindung zu Linz und zu Bürgermeister Koreff durch den Gemäldeauftrag der Linzer Landschaft vertieft hat. Das von Anfang an schwierige Konstrukt eines Leihgabenmuseums wird mit bis zu 12 engagierten Wechselausstellungen jährlich für die Stadt kaum mehr bewältigbar. Viele Ausstellungen zeigen internationale Künstler. Es gibt aber auch regionale Kunstpositionen am Hauptplatz zu bewundern. Eine Auswahl, 47 Kopien, dann gleich zu Beginn die Schöpferische Frau, also eine Ausstellung mit Künstlerinnen, mit Bilger, Eckel, Kasper, Kollwitz, Sievert. Eine Max-Liebermann-Ausstellung gab es zu sehen und 48 ebenfalls für Linz sensationell, französische Meister der Zeichenkunst des 19. Jahrhunderts mit Zeichnungen von Van Gogh, Manet, Degas, Rodin oder Toulouse-Lautrec. Dann 49 die schon erwähnte Chile-Ausstellung oder Georges Rouault. Und eben 51 als Höhepunkt Oskar Kokoschka, eine Ausstellung, die Gurlitt der österreichischen Galerie, dem heutigen Belvedere, wieder einmal geschickt vor der Nase weggeschnappt hatte. Da der 46 mit Gurlitt abgeschlossene Vertrag auf Hoffnungen gründete, die sich für beide Seiten nicht bestätigten, Gurlitt wieder finanziell angeschlagen war, ferner keinen männlichen Erben besaß und nicht wollte, dass seine Sammlung aufgesplittert würde, erschien es immer realistischer seitens der Stadt, ein geschlossenes Bilderkontingent aus der Sammlung von Wolfgang Gurlitt nun zu erwerben. Auch mit dem plötzlichen Tod seiner Vertrauten Lili Christiansen 1950 erlitt Gurlitts Imperium einen neuen Einbruch, was die Ankaufsverhandlungen sicher vereinfachte. Zusätzlich liebäugelte Gurlitt bereits mit einem Neustart in München. Hans Gretschi leitete 1951 seitens der Stadt die 10 Verhandlungen zur Erwerbung der Gurlitt-Sammlung. Zunächst musste ein Ankaufsbereich festgelegt werden. Das vorgelegte Ankaufskontingent bedurfte einer fachlichen Prüfung, die innerhalb der Stadt Linz niemand erbringen konnte. Folglich wurde wieder der externe Kunsthistoriker Dr. Justus Schmidt, der ohne dies mit Gurlitt bekannt oder befreundet war, 1951 für die Begutachtung gewonnen. Oktober 1951 schloss Schmidt seine Expertise ab. Die Probehängung der Ankaufsvorschläge erfolgte im Jänner 1952. Am 14. Juli 1952 wurde im Gemeinderat
Der Ankauf der Gurlitt-Sammlung, 88 Gemälde und 33 Grafiken, zu einem Preis von 1.790.000 Schilling beschlossen. 790.000 Schilling wurden sofort an Gurlitt bezahlt, der Rest in Monatsraten. Zwar war der Ankauf rasch abgewickelt, aber für viele Bilder fehlten Expertisen, Provenienzen und Kaufnachweise. Die Ankaufsumme wurde in Linz, wie nicht anders zu erwarten, höchst kontroversiell diskutiert. Einerseits regten sich Stimmen unter Künstler, die den Ankauf völlig überteuert einstuften. Andererseits wurde von einem großzügigen Geschenk von Gurlitt gegenüber der Stadt Linz gesprochen. Ein neues Gutachten wurde September 1952 eingeholt. Der als Berater herangezogene Dr. Gazzaroli, Direktor der Österreichischen Galerie, bestätigte aber die Richtigkeit der Schätzungen. Leider wurde ein als anstößig empfundenes Bild, ein von Gurlitt angebotenes Hauptwerk von Egon Schiele, Mutter mit Kind, auch mit dem Titel Blinde Mutter, völlig übereilt gegen ein Böcklin-Bild, das sich noch dazu Jahrzehnte später als wertlose Kopie eines Schülers herausstellte, ausgetauscht. Nach Aussagen von Zeitzeugen war Rudolf Leopold ein gern gesehener Gast und häufiger Besucher in der Neuen Galerie. Er ging in Gurlitts Allerheiligstem aus und ein, wählte aus Grafikschränken aus, besichtigte, feilschte und kaufte. Für den leidenschaftlichen Schiele-Sammler Rudolf Leopold, der sich immer mit Gurlitt konkurrierte, war Linz ein absoluter Glücksmoment. Er fährt sofort nach Linz, als er hört, dass die blinde Mutter zum Verkauf steht, besichtigt die ausgeschellten Schieles am Hauptplatz, freut sich ob der Qualität der Werke und kauft die von der Stadt soeben abgelehnten Hauptwerke unverzüglich 1952. Ein Zitat des manischen Sammlers Leopold möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Als ich einmal mit der Eisenbahn von München nach Wien unterwegs war, bin ich extra in Linz ausgestiegen. Ich gehe also in die Neue Galerie, da bin ich wie erstarrt stehen geblieben. In diesem Moment habe ich gewusst, wie großartig dieses Bild ist. Ich war so begeistert von den Schiele-Bildern, die ich eben gesehen hatte, dass ich diese einem Mann im Zug zeigte, die Abbildungen. Aber der Fremde hat bloß gemeint, so etwas gefällt Ihnen? So etwas Hässliches? Da habe ich es aufgegeben. Dann folgten längere Verhandlungen mit dem Gurlitt. Mein Glück war, dass der Stadtrat für Kultur in Linz noch ein alter Nazi war. Der hat gerade diese zwei Schiele-Bilder, Blinde Mutter und Selbstbildnis mit hoher Schulter, für entartet befunden. Dabei waren es von denen in Linz die allerbedeutendsten. Pech für die Stadt, Glück für Leopold. Im Ankaufsjahr äußert Gurlitt den Wunsch seiner Tochter Maria, die wie alle Töchter Gurlitts keinen Beruf erlernen durfte. Maria hat mir selbst gesagt, eine Gurlitt darf nicht arbeiten, als Ehrendirektorin über seinen Tod hinaus einzusetzen und Walter Kasten als Direktor zu installieren. Lediglich Kasten wurde von der Stadt Linz bestätigt. Am 14.01.1953 erfolgt die Vertragsunterzeichnung. Die Zahl der Ölgemälde hatte sich auf 75 verringert, weil nach Vertragsabschluss noch immer Provenienzen fehlten. Der Kaufpreis wurde verringert, als Gurlitt die verlangten Unterlagen nicht beibringen konnte. Nun bot er zur Überraschung aller seine Kopiensammlung um 42.000 Schilling an. Dieses Ersatzangebot wurde am 9.11.1953 vom Gemeinderat angenommen. Damit war die ursprüngliche Ankaufssumme überschritten. Es folgten weitere Verhandlungen, weil Gurlitt auch nicht alle gelisteten Kopienwerke übergab. Das Ende der Ära Wolfgang Gurlitt. Das Zerwürfnis mit der Stadt wird immer prekärer. Im In- und Ausland entsteht manchmal bis heute der Eindruck, dass Gurlitt die Werke der Neuen Galerie gestiftet hätte. Gurlitt hatte sich aber tatsächlich gegenüber der Stadt nie als echter Mäzen erwiesen. Er hatte ja seine Kunstsammlung der Stadt Linz verkauft. Und Gurlitt agierte als Museumsleiter und Kunsthändler. Er nützte den Namen für private Geschäfte, machte Verkaufsausstellungen, deren Gewinn er einstreifte und veräußerte der verärgerten Stadt im Falle Kubin und Kokoschka schlechtere Blätter,
Lichtdrucke statt der vereinbarten Originale. Das Verhältnis von Gurlitt zu seinen engsten Linzer Ansprechpartnern wird immer belasteter. Da gab es Konflikte wegen Kokoschkas Reproduktionsrechten, Uneinigkeiten mit dem Kokoschka Arns Gurlitt Werkverzeichnis. Auch war Gurlitt noch immer verstimmt über die Ablehnung als Direktor der Kunsthochschule. Und angeblich standen die Wiener Museumsdirektoren in geschlossener Front gegen Gurlitt. Der Zigarettenskandal. Ein aus heutiger Sicht amüsantes Eklat brachte das Fass zum Überlaufen und führt zu einem österreichischen Museumsskandal, der juristische Folgen hatte. Wolfgang Gurlitt warb in einer deutschen Illustrierten, noch dazu unentgeltlich, für die Zigarettenmarke Lloyd. Der Slogan »Lloyd rauchen« heißt mit Verstand rauchen, schockierte die Zeitgenossen, ebenso wie das unwürdige Verhalten eines Museumsdirektors, öffentlich Werbung zu betreiben. Man sprach von Rufschädigung, Herabwürdigung einer öffentlichen Institution. Sogar der Direktor der Albertina, Otto Benisch, meldet sich sarkastisch in Linz zu Wort. Die Affäre weitet sich sogar international aus. Als Gurlitt aus den an die Stadt verkauften Kubin-Büchern angeblich nun Widmungsblätter entfernte, widerrief Bürgermeister Koreff die Übertragung der ehrenamtlichen Leitung. Und Gurlitt erklärte sich einverstanden, 11 Bilder dem Museum, das seinen Namen tragen musste, als Stiftung im Gegentausch zu den fehlenden Kubin-Exponaten zu überlassen. Darunter die restituierten Klimt- und Lesser-Uri-Gemälde. Am 31. Jänner 1956 legt Gurlitt, der während seiner Linzer Jahre aktiv als Kunsthändler agierte und in der Neuen Galerie mit Unterverkaufsausstellungen zeigte, die Leitung der Neuen Galerie zurück. Gurlitt, der zu diesem Zeitpunkt schon in München lebte und eine neue Galerie in den Hofarkaden der Münchner Altstadt aufbaute, war des Streites müde geworden. Zitat, auch im Hinblick auf meinen Geisteszustand, vor allem aber, weil mein Arzt mir jede Aufregung verboten hat. Noch immer waren zu diesem Zeitpunkt die Erwerbsmodalitäten nicht vollständig abgeschlossen. Wir sehen hier Wolfgang Gurlitt in München mit dem Porträt des Bundespräsidenten Theodor Heuss im Jahr 57, eines der letzten Fotos. 1960 beschloss der Gemeinderat, den Beisatz Wolfgang Gurlitt Museum wegzulassen. Auch weil einige jüngst erworbene Korinthbilder aus der Gurlitt-Sammlung als dubios galten. Gurlitt prozessierte mehrfach gegen die Stadt und gewann. Am 22.10.1963 entschied der Oberste Gerichtshof, dass die neue Galerie wieder den Beisatz Wolfgang Gurlitt Museum führen müsse. Der Kontakt zu Gurlitt und seinen Töchtern brach spätestens zu diesem Zeitpunkt endgültig bis heute ab. Wolfgang Gurlitt verstarb am 26.03.1965 in München. Zur Provenienz der Sammlung Gurlitt wird, aufbauend auf den Bericht von Herrn Dr. Schuster, seit 1999 intensivst geforscht und wir haben bis heute 13 Gemälde restituiert. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus